Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory Frontier. Bevor wir uns jetzt gleich in die ganzen Bücher vergraben und herumstöpern und Rezepte für dies und jenes ausprobieren, gucke ich mir nochmal die Beziehungen an. Ich bin aber so ganz scharf drauf, das wisst ihr ja. Ja, muss sagen, mit Tau läuft es eigentlich ganz gut. Doch besser läuft es sogar mit Melody, weil ich hier immer Kräuter bringe. Und sonst, naja, eher so das Wachsen. Übrigens, bei Oinais, habe ich jetzt nochmal nachgefragt, wie sie ausgesprochen wird. Und ich glaube, irgendwie Pandas Little Wonderland oder ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das ist schon eine Weile her. Jedenfalls eine nette Zuschauerin, ich gehe davon aus, dass es eine Frau ist, meinte, dass sie Yunis ausgesprochen wird. Eunice, Yunis, Oinais. Okay. Wir nennen sie ab jetzt Yunis. Sie meinen, es ist so ähnlich wie bei Eugene, weil da wird auch Eugene so ganz komisch geschrieben und bei ihr ist das dann wohl auch so. Sehr nett übrigens, danke nochmal dafür. Yunis. Sehr süß jedenfalls. Und zu ihr wurde übrigens auch nochmal kommentiert, wenn ich jetzt einmal bei ihr bin, dass es natürlich moralisch verwerflich ist, sie abnehmen zu lassen, weil man Dicke doof findet. Aber dass es okay wäre, sie abnehmen zu lassen, wenn es ihrer Gesundheit schadet. Das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, den ich hinzufügen möchte. Danke an dieser Stelle nochmal an Unterbunter. Okay, gut, soviel dazu. Oh, mit Selfie verstehen wir uns eigentlich auch schon recht gut. Schon fast einen Freundschaftspunkt. Okay, einen halben, aber immerhin. Cool, dafür, dass wir so wenig mit ihr reden. Ja, Annette verpassen mir immer, weil die immer morgens halt so schnell unterwegs ist. Die mochte ja halt eben irgendwie Omelette oder so. Muss man mal gucken, wie wir das machen. Bald haben wir hoffentlich auch ein Hühnermonsterchen. Rita, Turner. Ja, läuft, ne? Oh, Lute mag uns auch schon ziemlich, dafür, dass wir ihn erst einmal getroffen haben. Witzig. Okay. Es regnet noch immer. Und ich verlasse gerade aus mir völlig unbekannten Gründen das Haus. Ich bin doof. Ich gehe mal wieder rein. Tut mir leid. Cool. Gut. So, ich habe ja, wir können jetzt Waffen schmieden. Ich habe in der letzten Folge ja die ganzen Werkzeuge gemacht. Jetzt gucken wir mal, Breitschwert, Krummsäbel. Ah, cool, ich muss die Sachen nicht mal, glaube ich, aus meiner Kiste nehmen. Das ist natürlich sehr praktisch. Oder habe ich Kupfer gerade zufällig dabei? Ich glaube nicht. Das Breitschwert hat nur 5 Angriff, aber der Krummsäbel hat 9 Angriff, was um einiges besser ist. Dann haben wir noch sowas wie ein Windschwert, ein Aquaschwert, ein Langschwert. Die Erdklinge. Hatte ich nicht erst letztens ein Erdkristall gefunden? Speer, Heugabel, Lanze, Giftspeer. Die Lanze, das was mag ich, glaube ich, jetzt weniger. Ich bin nicht so der Speertyp. Die unten sind wieder ganz normal, die... Ihr wisst schon, die Dinger, die man auf der Farm braucht. Die. Boah, wie nennt man das? Die, Handwerk, Material, Objekte, Werkzeuge. Genau, Werkzeuge war das Wort, was ich gerade gesucht habe. Gut. Los, dann lass uns mal versuchen, ein besseres Schwert herzustellen. Oh mein Gott, mal gucken, ob ich den kleinen. Scheiße, ich hab's nicht geschafft. So ein Mist. Na gut, aber trotzdem haben wir jetzt immerhin einen Krummsäbel, welcher besseren Angriff hat. Und anscheinend viel mehr Erfahrung bringt. Der bringt irgendwie pro Schlag irgendwie 3 Erfahrung. Und der 10. Lese ich das richtig? Erfahrung, Fähigkeit? Das war krass. Gut, dann gibt es noch den Zweihänder. Den können wir auf ein Langschwert umrüsten. Machen wir. Ich habe kein Kupfer. Hab ich auch gerade zufälligerweise Kupfer dabei gehabt. Ah, ich habe, glaube ich, in der letzten Folge ausgesehen, welches eingesteckt. Das kann gut sein. Gut. Nehmen einfach nochmal Kupfer mit. Okay. So. Langschwert. Ja, ich hatte zufälligerweise einfach Kupfer dabei. Na gut. Ach, Scheiße. Gerade ging es irgendwie nicht hin. Bei den Werkzeugen von uns ging's. Naja, egal. So, haben wir jetzt zum Beispiel ein paar Waffen und Werkzeuge verbessert. Das ist sehr schön. Schauen wir mal hier vorbei. Hier können wir Neutralisator, Formel A, Formula B. Ich glaube, das sind Sachen für, zum Düngen. Samenblattfrucht. Dies wird den Vorgang um einen Tag verkürzen. Wirkt, während du schläfst.
Kosten 2 Tage vor kurzem. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Parafutsch könnte ich machen, Gegengift könnte ich machen. Aber meine Interessen gelten eigentlich mehr immer so den Energy Drinks. Also ich kann sogar schon Energy Drink Essen machen. Erhalte ich. Warte mal. Erhalte ich 105 HP. Und hier, oh, das bringt einem einiges mehr. Und hier war es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man die Sachen in guter Qualität herstellt, weil sie dann noch mehr HP regenerieren. Okay, dafür brauchst du halt eben Gegengift und Parafutsch. Mhm. Also Gegengift kann ich, glaube ich, einfach so machen. Ja, Parafutsch meinte, aber bei Gegengift brauche ich Neutralisator. Und den muss ich erst hier raus herstellen. Also es kann ganz schön dauern und kann ganz schön auch in die Energie gehen, das alles herzustellen. Wo, glaube ich, auch eher eine der Sachen... Oh, sieht schon mal nicht schlecht aus. Na toll. So viel dazu. Gut, wohl auch eines der Sachen, die ich eher so offscreen machen werde. Also ohne euch, weil hier stundenlang dann immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder die ganzen Sachen zusammenmixen, ist auch nicht so gut. Es ist übrigens auch besser, Entschuldigung, wenn ich so oft drauf eingehe. Man kann ja bei Lara zum Beispiel Fahrerfutsch und Gegengift kaufen und das dann zu einem Energy-Trink machen. Das mache ich auch oft, habe ich auch damals öfters gemacht, was einfach auch Zeit und Nerven kostet, wenn man nicht immer unendlich viel an Kraut halt hat. Aber eigentlich ist es besser, das alles selbst herzustellen, also den Neutralisator, Parafutsch, Gegengift und daraus einen Energy Drink zu machen. Oder man kauft bei Lache den Energy Drink und macht dann einfach einen Energy Drink S draus. Wenn man die Sachen vorher selbst herstellt und in einer guten Qualität herstellt, wird das nachfolgende Produkt noch besser, wenn ich das richtig in Erinnerung habe jedenfalls. Deswegen sollte man es auch immer vorziehen, alles hier selbst herzustellen. Gut. Dann kann ich eigentlich auch mal hier rangehen und endlich mal die ganzen... Okay, das Unkraut jetzt nicht. Das versende ich mal mit. Die ganzen Sachen hier, das und das... Das. Ich glaube später, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, es gab ja noch fürs Labor noch eine extra Kiste. Da kann ich dann auch die ganzen Kräuter und so reintun. Aber im Moment kommen die erstmal alles hier in den Kühlschrank. Vorübergehend. So. Gut. Dann tue ich hier noch ein paar Sachen gleich rein. Wenn ich einmal dabei bin. Zum Beispiel das Messerstück. Da kann man später halt eben auch noch ein paar Waffen draus herstellen. Deswegen behalte ich es erstmal. So. Das auch. Cool. Gut. Haben wir das alles jetzt soweit erledigt? Ach ja, ich wollte noch etwas kochen. Ich habe jetzt wirklich schon eine ganz kleine Küche und habe jetzt hier gerade mal noch so Platz für, ich habe auch eine normale Küche. Aber ich habe noch keine Rezepte. Aber für die Pfanne schon, oder? Ja. Ich kann Räucherlachs, Spiegelei, gegrillte Forelle, gegrillte Aubergine, Ugui, ist glaube ich auch ein Fisch. Ja. Popcorn. French Toast. Da fehlt mir zum Beispiel bei French Toast brauche ich Eiöl und Brot. Und da sieht man, meine Küche ist zu klein. Ich kann halt nur gleichzeitig 2 Gegenstände verwerten. Ja. Ja. Verschiedene Fische halt grillen. Cornflakes. Mais mit Milch. Seit wann macht... Ich weiß schon, da frag's nicht. Kastanien. Oh, geröstete Kastanien. Oh, so lecker. Mega lecker. Ich liebe Maronen. Regenbogen, Pommes, gebratener Karpfen. Pfannkuchen, Saibling, Tintenfisch, gegrillte Nadelfisch, Silberkarpfen, Makrelenhecht. Okay, ich hatte die Hoffnung, dass ich irgendwie auch sowas wie gegrillte Rüben oder sowas machen kann. Aber nein, ich kann jetzt hiervon überhaupt nichts nutzen momentan schon. Gut, dann wieder zurück, weiter am Text. Ich schmeiße jetzt noch das ganze Unkraut wieder rein in die Versandkiste. Und dann können wir direkt mal gleich die neuen Waffen ausprobieren. So. Tun sie auch fleißig, wie es sich gehört, in die alten Shortcuts. So. Generell könnten wir mal alles in die Shortcuts hier legen. Ich kann auch mal so. Oh, ich krieg's gar nicht hin. So. Hammer. Axt. Das ist, glaube ich, schon wieder relativ egal. So. Das war's. Oder ne, die Sichel noch. Perfekt. Okay. Alles wieder belegt. Alles cool. Richtig, tutti frutti. Ich kann jetzt, glaube ich, auch mit einem besseren Hammer und einer besseren Axt auch die ganzen Sachen hier wegmachen. Bezüglich hier die ganzen Baumstämme und so.
Mache ich aber alles einfach auf Screen. Oder später zu einem anderen Zeitpunkt mit euch zusammen. Schauen wir mal, wie ich mir das einteile. Vielleicht mache ich einen Teil halt ohne euch und einen Teil mit euch. Gucken wir einfach mal. Aber momentan juckt es mir eigentlich mehr an den Fingern, die neuen Monster auszuprobieren. Ich überlege gerade. Ich habe mir noch Schmuckartikel geholt. Eigentlich müsste ich auch neuen Schmuck haben, ne? Habe ich jetzt gerade gar nicht in der Schmiede geguckt. Okay. Wow, such damage. Haut schon ein bisschen mehr rein, möchte ich mal fast behaupten. Ist schon ganz nett. Mal gucken, wie ich damit jetzt zurechtkommen werde. Also 50 Schaden war jetzt jedenfalls nicht schlecht. Also kann man jetzt nicht bestreiten. Okay. Ich glaube, ich muss hier noch. Ja, soweit alles nicht schlecht. Dann würde ich gerne nochmal trotzdem auf das Langschwert. Ja, ist jetzt auf jeden Fall langsamer, aber hat bestimmt dann auch mehr Bums, oder? Ja, minus 2 Angriff. Warte, wie ist das, wenn ich gar nichts ausgerüstet habe? Sekunde, ich muss mal. Angriff 9 plus 9 halt, logisch. Ach ja. Ach so. Ach so, ich habe jetzt hier gerade falsch geguckt. Die Axt hat 18 Angriff. Ist natürlich gut, aber relativ langsam und verbraucht viel mehr RP. Okay, 9 und 11. Da ist ja eigentlich schon fast der Krummsäbel besser, ne? Ich probiere trotzdem das Langschwert. Natürlich das Geile am Langschwert ist, dass es, guess what, ziemlich lang ist. Das ist natürlich wirklich praktisch. Gerade auch wenn man gegen Gegner kämpft, der man eigentlich lieber aus dem Weg gehen möchte, wo man etwas Abstand gerne hätte. Jetzt hier zum Beispiel. Ja. Wow, das ist noch eins hinter mir. Hui! Okay, aber ich glaube, bleibe lieber beim Krummsäbel. Da ist mir, glaube ich, angenehmer. Cool. Gut, habe ich mich entschieden. Mach mal Platz, ihr dicken kleinen Klopsis. Gut. Oh. Das nehme ich. Yay! Zu Bambussprossen sage ich nie nein. Ich weiß gar nicht, ob es in denen später noch irgendwelche speziellen Rezepte gibt. Stimmt. Schauen wir mal. So. Müsste eigentlich inzwischen auch schon wieder mehr Geld haben, oder? Usetta war doch bestimmt da. Wo ist mein Geld? Da. Ja, Usetta war da. Ich habe jetzt über 12.000. Sehr schön. Nice. Ist ganz okay, denke ich mal. Schauen wir mal. Versuche ich mich jetzt mit dem Krummsäbel ein bisschen durchzukämpfen. Ist, glaube ich, nicht das Falschste. Nicht das Schlechteste. Nicht das Schlimmste. Böse Beanies. Böse Beanies. Ich könnte ja versuchen, Biene zu zähmen. Aua, die schießt ja durch. Törichter Mensch, habe ich da sicher gefühlt. Liebe Beanie. Liebe Beanie. Liebe Beanie. Liebe Beanie. Ja! Hey, ist ja gut. Du brauchst keine Angst haben. Yay, wir haben unser erstes Nutztier auf der Farm. Und es heißt Hummel. Nein, heißt es nicht. Nein, es soll nicht Hummel heißen. Ich bin so dumm. Okay, ja, es heißt natürlich Hummel. So nicht anders. Yay. Ups. Okay, ja, jetzt heißt es, ich wollte eigentlich, egal, vergesst es. Es kann jeden Mal passieren, oder? Nicht schlimm? Nicht schlimm. Explodiert das Ei? Natürlich explodiert das Ei. Ich habe nichts anderes von einem Huhn erwartet, als explodierende Eier zu legen. Wenn ich vielleicht auch wie Pokémon Feuer schwächen muss. Alter, voll die Killerhühner hier.
Aua. Alter Verwalter. So. Denke ich mir auch immer so. So, wir versuchen gleich das nächste Monster zu zähmen, ein Huhn. Aua, ich hab dich lieb, Huhn. Aua, ich hab dich lieb, Huhn. Sei mein Huhn. Nein, lauf nicht weg, Huhn. Huhn. Komm, schieß. Aua. Huhn, ich liebe dich. Ja. Hey, ist ja gut. Du brauchst keine Angst haben. So. Kickeri. Nein, ich nenne das Huhn nicht Kickeri. Okay, diesmal darf ich nicht die falsche Taste aus Versehen drücken. So. Ich nenne dieses Huhn diesmal. Niki. So, kleine Niki. Willkommen im Team. Hashtag super duper geiles Team. YOLO. Okay. Kann ich auch noch lang? Okay. Ich sollte nur aufpassen, dass ich nicht besiegt werde aus Versehen. Das heißt aus Versehen. Die Monster werden wir schon mutwillig besiegen. Da bin ich ziemlich überzeugt von. Aber ich darf mich jetzt nicht einfach irgendwie klein kriegen lassen. So, ein Stück Eisen habe ich noch gefunden. Vielleicht kriege ich ja irgendwie auf magische Weise noch ein Level ab, um noch ein bisschen trainieren zu können. Kann das sein? Nee, dauert noch ein bisschen. Ich brauche trotzdem mal noch ein bisschen, weil hier ist irgendwie gleich noch ein Portal. Das kommt da raus. Ah, Zauberfutzi. Wow. Okay, ich gehe da mal. Ciao. Hey, thanks, bye. Ich will nicht besiegt werden. Einfach so. Gut, da haben wir auch in dieser Folge wieder einiges geschafft, würde ich sagen. Also wir waren ja eigentlich ja nur im Dungeon kurz, aber wenn man detailliert drauf guckt, wir haben uns bessere Waffen geschmiedet, haben uns alles mal angeguckt. Und wir haben zwei Monster. Zwei Monster, die jetzt zu uns gehören, zu unserer kleinen, süßen, super sweeten Familie. Sean ist da noch nicht dabei. Es tut mir leid, das eine Tier heißt jetzt leider Hummel. Ich kann es natürlich freilassen und eigentlich könnte ich Hummel ja freilassen und nochmal neu eine zähmen, oder? Nee, komm, das ist jetzt abwisch. Ist scheißegal, ich werde mit diesem Tier nie was Großartiges zu tun haben. Sie wird einfach nur hier drin sitzen und sich von mir bürsten und Honig entlocken lassen. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich will nicht sagen Honig melken. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Du scheinst heute voller Tatendrang zu sein. Hey there. Dahin, da, ja, so ist gut. So, es gibt nämlich ja diesen tollen Ernter. Ich weiß gar nicht, ob ich heute schon was ernten kann. Wo ist denn der? Ich hab den hier gar nicht drin, ne? Sekunde. In dem Fall würde ich einfach mal das Langschwert rausnehmen. Oh, jetzt habe ich wieder irgendwie Kacke gemacht. Sekunde, ich nehme diesen Ernter und tue ihn hier hin. Genau. Kriegt es hin, die Frau? Nee, das dauert jetzt so ein paar Jahre. So, genau. Kann ich schon ernten? Ich muss mich etwas mehr darum kümmern, damit es mir gehorcht. Ja, auf jeden Fall kann ich dann so quasi wie die süße kleine Hummel melken und dann kriege ich Honig. Yay. Ich weiß gerade gar nicht, für welche Rezepte ich explizit Honig brauchte, aber ich finde es gut, von jedem mindestens ein Tier da zu haben. Falls man mal drauf zurückgreifen möchte, explizit jetzt wirklich krass viele Eier werde ich eh auch zum Beispiel nie brauchen. Außer halt für bestimmte Gerichte, um mich bei ein paar Dorfbewohnern einzuschleimen oder so. Aber in Mengen brauche ich die eigentlich nicht. Nein. Gut. Ich habe noch... Nein, du hast nichts zu tun. Du speicherst mal das Spiel. Gut. Okay. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Jumi Let's Play. Ruf halt Jumi Frontier. Bis dahin. Bye.